Vor 10 Jahren war der Zugang zum Haram mit viel Aufwand verbunden. Wir mussten uns anstrengen, um an Haram zu gelangen. Heutzutage, durch den Fortschritt der Technologie, durch die Massenmedien, braucht es keinen Aufwand mehr. Durch einen Mausklick. Durch einen Mausklick haben wir im Netz Zugang zu den obszönsten Bildern und Videos. Die Verfügbarkeit von Haram. Die ständige Möglichkeit, Haram zu begehen. Rund um die Uhr, kinderleicht. Das Verboten ist zum Greifen nahe geworden. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran, O die ihr glaubt, Allah wird euch ganz gewiss mit etwas von dem Jagdwild prüfen, das eure Hände und Lanzen erreichen können. لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ Damit Allah denjenigen kenne, der ihn im Verborgenen fürchtet. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ Wer nun danach eine Übertretung begeht, für den gibt es eine schmerzhafte Strafe. Was bedeutet dieser Vers? Es ist bekannt, dass eine Person im Ihram, während sie den Hajj oder die Umrah vollzieht, gewisse Dinge nicht tun darf. Und eines davon ist, Tiere zu jagen. Die Jagd nach Wild ist während der Pilgerfahrt verboten. So gab es eine Gruppe der Sahaba radiallahu anhu ajma'in, die gerade im Zustand des Ihram war. Und plötzlich kam ihnen Jagdwild über den Weg. Die Tiere, denen man sonst hinterherjagen muss, sprangen auf sie zu. Sie waren in Reichweite. Die Sahaba hätten nur ihre Hand ausstrecken müssen und hätten mühelos das beste Fleisch bekommen. Das beste Fleisch ohne Anstrengung. Denk mal an den Hunger der Sahaba. Denk mal an die Armut der Sahaba. Für die meisten war das eine unglaubliche Fitna. Die Tiere kamen ihnen ganz nahe. Sie hätten sie ohne Waffen erledigen können. Doch kein einziger Sahaba hat sich an den Tieren vergriffen. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte diese Eier. Wenn wir sie uns noch einmal durchlesen, wird sie für uns Sinn ergeben. O, die ihr glaubt, Allah wird euch ganz gewiss mit etwas von dem Jagdwild prüfen, das eure Hände und Lanzen erreichen können. Warum testet sie Allah durch diese Fitna? Damit Allah denjenigen kenne, der ihn im Verborgenen fürchte. Allahu Akbar. Vor 10 Jahren war der Zugang zum Haram mit viel Aufwand verbunden. Wir mussten hinausgehen, um an etwas Verbotenes zu gelangen. Wir mussten uns anstrengen, um an Haram zu gelangen. Heutzutage, durch den Fortschritt der Technologie, durch die Massenmedien, braucht es keinen Aufwand mehr. Tanaluhu aidikum. Eure Hände können es erreichen. Durch einen Mausklick. Durch einen Mausklick haben wir im Netz Zugang zu den obszönsten Bildern und Videos. Um mit dem anderen Geschlecht zu kommunizieren, müssen wir keinen Papierflieger mehr werfen und hoffen, dass er auf dem Balkon des Mädchens landet. Ist nicht mehr nötig. Die Handynummer reicht völlig aus. 12 Ziffern. Oder das Profil auf Facebook und man hat 1:1 Gespräche. Jederzeit. Überall eine Fitna. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Fitna erlaubt? Diese Fitna erlaubt, in unsere Häuser zu kommen. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ Damit Allah denjenigen kenne, der ihn im Verborgenen fürchtet. Es ist eine vergleichbare Fitna. Tanaluhu aidikum. Eine Fitna, die eure Hände erreichen können. Meine lieben Geschwister, wir sprechen nun von der Amana der Verfügbarkeit. Der Verfügbarkeit von Sünden. Einer der Salaf sagte, die Angst, die in dein Herz gekommen ist, als sich die Tür bewegte, während du dabei warst zu sündigen, ist in Allahs Augen größer und schlimmer als die Sünde selbst. Die Angst, die du hattest, jemand könnte dich sehen, als sich die Tür bewegte, diese Angst, die in diesem Augenblick in deinem Herzen war, ist in Allahs Augen größer und schlimmer als die Sünde selbst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala war es würdiger, gefürchtet zu werden. Die Angst, die du in diesem Augenblick hattest, die Furcht vor einem Menschen, ist in Allahs Augen größer und schlimmer als die Sünde selbst, die einige von uns begehen. Allahu Akbar. لا تكن لله وليا في الظاهر وعدوا لله في الباطن. Nimm dich in Acht, mein Bruder, ein Freund Allahs in der Öffentlichkeit zu sein, aber ein Feind Allahs im Geheimen. Dieser Widerspruch in der Persönlichkeit vieler Muslime wird heutzutage vielleicht nie zutage kommen. Vielleicht vergehen 20, 30 oder 40 Jahre und niemand bemerkt diesen Widerspruch in deiner Persönlichkeit.
zwischen deinem öffentlichen und deinem privaten Ich. Aber am jüngsten Tag wirst du entlarvt. Und wie Imam Ibn Majah überliefert, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich weiß über Menschen aus meiner Umma, die am jüngsten Tag mit guten Taten so groß wie Berge kommen werden. Allah, der Allmächtige, wird all diese guten Taten zunichte machen. Die Gefährten waren erschrocken. Ja, Rasulullah, beschreibe uns diese Menschen. Gib uns eine Beschreibung für den Fall, dass wir zu ihnen gehören. Er sagte, sie sind Brüder von euch. Sie sind aus eurem Volk und sie beten in den Nächten. Subhanallah, was ist dann schiefgelaufen? Er sagte, sie sind Menschen. Wenn sie alleine sind, überschreiten sie die Grenzen Allahs. Darum, meine lieben Geschwister, ich fürchte, die Fitna von heute mit ihrer ständigen Verfügbarkeit ist eine ernstzunehmende Herausforderung. Ein ständiger Kampf für uns alle, ausnahmslos. Wir hören, wie unsere Brüder und Schwestern jammern. Die Fitna und der Haram, die heute verfügbar sind, sind so leicht zugänglich wie nie zuvor. Doch warum sehen wir es nicht aus einem anderen Winkel? Lasst uns optimistisch sein und sagen, die Chance, Allah näher zu kommen, indem wir uns vom Haram abwenden, war nie zuvor größer. Es ist eine Chance, ein Privileg. Das Risiko ist groß, die Belohnung umso größer für den, der die Amana bewahrt. Wenn ich jemand bin, der die Amana nur mit Mühe bewahrt, die Amana der Verfügbarkeit von Haram, wenn ich hinter verschlossenen Türen diese Amana verletze, welchen Rat könnt ihr mir geben, um mich selbst davor zu schützen und die Amana vor Allah zu wahren? Drei Dinge sollten wir ständig im Sinn haben. Erstens, das wohl wirksamste überhaupt. Muraqabatullah. Denkt daran, Allah, der Allmächtige, sieht zu. Er, subhanahu wa ta'ala, sieht dir zu und seine Engel schreiben mit. Allah hört und sieht die Schritte. Die Schritte der schwarzen Ameise in der schwarzen Nacht, die auf einem schwarzen Stein geht. Allah sieht und hört sie alle. Ash-Shinqiti pflegte zu sagen, die Gelehrten des Islam sind einer Meinung. Und zwar, dass es nichts gibt, das so effektiv ist, sich selbst vor der Sünde zu bewahren, als Muraqaba. Die Erinnerung daran, dass er dich sehen kann. Zweitens, das Lesen des Koran mit Bewusstsein. Imam Ibn Taymiyyah sagte, wenn der Mensch den Koran liest, mit Bewusstsein, ist das wohl der beste Selbstschutz vor allen Sünden oder zumindest vor den meisten. Den Koran zu lesen und über seine Bedeutung nachzudenken, ist ein Schutz vor dem Verrat der Amana der Verfügbarkeit. Und drittens, Ibadah im Geheimen. Bete so oft du kannst in Einsamkeit. Mache Dua und Spende insgeheim, wenn dich niemand sehen oder hören kann. Ibn al-Qayyim sagte, die Sünden, die Menschen im Geheimen begehen, sind der Hauptgrund, warum sie vom Pfad abkommen. Und die guten Taten, die sie im Geheimen tun, sind der Hauptgrund, warum sie auf dem Pfad des Islam bleiben. Das sind drei einfache Rezepte. Für jeden, der die Amana der Verfügbarkeit bewahren möchte, was immer schwieriger wird im 21. Jahrhundert.